Ich habe jetzt Gemeinderat Herbert Eibesberger bei mir. Er ist der Cheforganisator praktisch dieser Veranstaltung. Herbert, erzähl ein bisschen was. Wer ist dabei? Wie viele sind dabei? Wie läuft das Ganze? Ja, also dabei sind heuer fünf Gruppen, kann man sagen. Einmal die Gradweiner Quellenteufel mit einer sehr starken Besetzung. Dann eine Gradkorner-Truppen, die Pechteufel. Gradkorn, dann weitere Gruppe, die hier unten da die Tanzaufführung hat, die aus Sky kommt. Also schon alle die letzten Jahre immer eigentlich dabei ist und hervorragende Performance hat. Weiters der Thomas Koch, der also jedes Mal entweder mit einem Traktor, mit einem Auto und mit seinen Teufel da tätig ist, immer originelle Ideen hat. Weiters die eigene Gruppe dann mit den Teufeln, die Kutschen, den Nikolaus. Gesamt kann man schätzen 80 bis 100 Personen, Berchten und Krampusse, die hier teilnehmen. Zuschauer scheint sich heuer, natürlich war uns der Wettergott auch gnädig, aber ich würde sagen so zwischen 4.000 bis 5.000 oder 4.000, 4.500 würde ich schätzen, meine persönliche noch. Ich glaube, so viel waren noch nie, insbesondere auch um diese Zeit, schon 17 Uhr, war es eigentlich relativ voll. Was ganz wichtig ist, auch natürlich auch, es läuft friedlich ab. Es sind keine Krocher, keine bisher, hoffentlich bleibt es so, keine Raufereien, Streitereien. Es soll ein Fest für die Familie, Kinder sein. Lieber Herbert, wie oft machst du das schon hauptverantwortlich? Zu oft. Nein, jetzt ist das vierte Mal heuer. Ich habe das, glaube ich, das fünfte Mal, das ist schon so lange, aber wir haben es gesagt, auch das vierte Mal, habe das von Grant Hounds übernommen. Da habe ich auch nachgeforscht, es sind also seit den 86er Jahren läuft es in der Form mit Absperren, mit Berchtengruppen und wird eigentlich von Jahr zu Jahr besser angenommen und mehr kommen. Ich hoffe, es bleibt so. Was natürlich ist bei uns, der 5. Dezember, der Campus-Tag, da hat man zwar die Gefahr manchmal, dass man nicht so viele Berchtengruppen kriegt wie an anderen Tagen, aber die kommen und das ist halt der Krampustag und der Originaltag dafür. Also der Besuch ist heuer außergewöhnlich groß und das freut mich für die Gemeinde sehr gut. Und ich glaube auch die Stimmung, glaube ich, wenn ich da rundherum schaue, ist auch außergewöhnlich gut. Ja, die Stimmung ist ein Wahnsinn. Es wird von Jahr zu Jahr besser. Du Ausgeburt und Falschheit! Hochmut und Hass. Du willst den Menschen bekehren? Schau in den Spiegel, du Sinnbild der Niedertracht. Du bringst den Menschen nichts Gutes. Du stürzt sie nur ins Verderben. Du bist ja ein Mitorganisator. Wie viele Leute stecken da dahinter? Ja, die Vorbereitung beginnt, wenn man jetzt denkt, wir planen das Ganze eigentlich schon seit Oktober bzw. August. Ist das Ganze schon in der Planung. Natürlich steckt da ein Haufen Arbeit dahinter, aber man macht es gern, wenn man sieht, den Leuten freut es und uns taugt es auch natürlich, wenn im Ort was los ist. Der Besuch heute ist gut, aus deiner Sicht? Absolut, es passt. Erst wenn ich zu euch komme, werdet ihr Reue spüren. Erst durch mein Erscheinen wird das gute Menschen sehen. Erst wenn sie im Sterben. Wie läuft die Veranstaltung bis jetzt? Ja, sehr super. Super besucht, also Traum. Sind die Leute diszipliniert? Zurzeit habe ich noch nichts gesehen, dass irgendwer gekauft hat, irgendwas hat. Also es geht, ja. Knallkörper, glaube ich, haben wir bis jetzt überhaupt keinen gehabt. Da, gell? Waren da drüben ein paar hinten, aber es ist ziemlich ruhig von dem her, ist super, ja. Ja! Ja!
Wie geht's dir momentan? Momentan noch gut. Es kommt darauf an, wie viel für die Krümel aus, die ich noch trinken muss. Keine Angst vor den Krampusen? Jetzt nicht mehr. Nachdem ich es dreimal gesehen habe, war es wunderbar. Nein, wunderbare Aufführung, muss man sagen. Also ist super.